Wunderbar, ihr hört mich. Jetzt kommen wir zu einem wunderbaren Dialog, auf den ich mich schon sehr freue, weil du so viele verschiedene Aspekte in deinem Vortrag ja schon angekündigt hast. Und ich bitte euch alle auch gerne selber Fragen zu stellen, damit ihr sozusagen auch natürlich euer Interesse auch mit aufgefangen wird. Erstmal ganz am Anfang, Arndt. Ich habe ja schon angekündigt, ich interessiere mich persönlich sehr für Biomimikrie, aus dem Grund, weil wir mit Herrn Professor Faltin ja auch ganz oft viele, viele Workshops dazu geben. Und bei uns geht es ja immer darum, ein Problem zu lösen. Und da gucken wir uns auch immer an, wie haben denn andere Tiere, Menschen das Problem schon gelöst? Also wie würde Gott das Problem lösen? Wie würde ein Ameisenhaufen das Problem lösen? Dass wir immer auch gucken, dass wir neue Sichtachsen entwickeln und neue Ideen sozusagen für innovative Prozesse erfinden. Aber kannst du vielleicht nochmal genau sagen, was du mit Biomimikrie meinst? Genau, also Biomimikrie setzt sich zusammen aus den Begriffen Bios für das Leben, aus dem Griechischen, und Mimesis das Nachahmen. Und es geht darum, was können wir aus lebenden Systemen lernen. Und nicht, indem wir irgendwas bauen, was so aussieht wie Natur, sondern dass wir wirklich die Funktionsmechanismen dahinter verstehen. Die Natur ist ja letztendlich ein Buch mit Antworten und wir kennen die Fragen ja in der Regel nicht, die zu den Antworten geführt haben. Und bei vielen Sachen kennen wir aber die Fragen, die es gab praktisch. Und das zu verstehen, zu übertragen, auf menschliche Probleme lösen, das steckt hinter dem Biomimikry. Und da kommen wir in der Regel halt auf ganz andere Antworten. Also wir sehen auch, dass biologische Systeme sich ganz anderen Dimensionen bedienen, als wir Menschen das machen. Kann ich gerne mal ein Beispiel bringen. Wenn wir zum Beispiel Turbulenzen vermeiden wollen, das wollen wir in der Luftfahrtindustrie, das wollen wir an Oberflächen im Wasser, an Schiffen, an Häusern, damit sie nicht schmutzig werden, Oberflächen, dann machen wir immer glatte Oberflächen, glatte Tragflächen, glatte auch Leading Edges, vorne Kanten. Und die Natur macht genau das Gegenteil. Die versucht nicht, Turbulenzen zu vermeiden und Strömungswiderstand zu verringern, sondern sie macht Mikrostruktur, um Turbulenzen zu nutzen. Also wirklich kontraintuitiv. Und damit kriegt man Effizienzen hin, zum Beispiel wenn man an Windkraftanlagen die Vorderkanten nicht glatt macht, sondern wie beim Buckelwal, solche Tuberkel, solche kleinen praktisch Huckel dran macht, dann wird das Ding effizienter und dann hat man 20% Energiesteigerung zum Beispiel. Und also da reden wir echt von zweistelligen Steigerungen. Das krasseste Beispiel, was ich kenne, ist in der Architektur ein passives Kühlungs- und Klimatisierungssystem auf der Basis von Thermitenhügeln, was 80-90% der Energie einspart. 80%. Also das ist einfach absurd viel und man kommt eben auf ganz andere Lösungsansätze. Und das Besondere, und das unterscheidet es auch von der Bionik, das möchte ich gleich noch nachschieben, ist, dass wir nicht nur sagen, wir gucken jetzt in die Natur, machen jetzt den Kotflügel von einem Auto besser und machen dann halt das noch aerodynamischer und machen dann weiter Auto. Also irgendwie so eine intellektuelle Ausbeutung der Natur, sondern es geht wirklich darum, auch zurückzugeben und systemisch zu denken. Also auch mit der Antwort, ein Auto ist halt auch nicht eine gute Lösung für die 21. Stadt des 21. Jahrhunderts, sondern wirklich systemisch zu denken und das zu verstehen, was ist unsere Verantwortung und wie können wir so lernen, dass eben die Systeme auch funktionieren und nicht nur kurzzeitig Profit generieren. Und kannst du vielleicht ein Beispiel noch nennen? Also die Beispiele, die du gerade genannt hast mit den Termitenhügeln und dem Flugzeugträger waren total einleuchtend, aber du hast jetzt noch sozusagen einen systemischen Ansatz noch angesprochen. Kannst du da vielleicht auch Beispiele nennen? Ja, so ein schönes Beispiel, was ich mal nenne, ist der Bienenschwarm. Im Bienenschwarm gibt es 90% der Bienen, das sind sogenannte Konformitätsverstärker, Conformity Enforcers. Die fliegen alle zu der gleichen Futterquelle und bringen Nektar zurück. Dann gibt es im Bienenschwarm ein paar Prozent, das sind sogenannte Inner Judges, die bewerten, wie viel Futter eingebracht wird. Dann gibt es die sogenannten Resource Allocators, das sind also die Ressourcen verteilen. Die belohnen die Bienen in Abhängigkeit davon, wie viel sie einbringen. Das ist so ein Feedback-Mechanismus. So. Das ist schon mal alles wichtig und spannend, damit weiß ich auch praktisch, wie viel ist da noch in der Futterquelle. Aber jetzt wird es spannend, 5% der Bienen sind sogenannte Diversity Generators. Das sind die Querdenker, die Verrückten, die Scouts, die fliegen raus, suchen eine neue Futterquelle, obwohl die Alte ja noch super läuft, kommen irgendwann zurück, machen ihren Schwänzeltanz, den Waggle Dance und dann passiert genau das, was wir alle kennen. Keiner hört zu. Warum auch? Es läuft ja gut. Ja? Und irgendwann passiert aber das, was in jedem endlichen System passiert, selbst die beste Futterquelle versiegt. Die Bienen kommen zurück mit weniger und weniger Pollen, kriegen weniger und weniger Belohnung, werden ruhiger und plötzlich werden diese 5% Diversity Generators sichtbar. Und das ganze System wechselt sein Verhalten. Und das ist für mich immer toll für zwei Sachen. Das erste ist, jedes System, damit es lernen und zukunftsfähig ist, braucht Störung. Das heißt, ein System, was auf Stabilität gebaut ist, bricht irgendwann. Und ein Bienenschwarm, der nur zu der einen Quelle fliegen wird, würde möglicherweise nie rechtzeitig die neue Futterquelle finden.
Das Zweite ist, und das ist auch, das wissen wir nicht nur aus Bienensystem, das wissen wir auch bei Menschen, da gab es 40er Jahren, glaube ich, Studien dazu, wir brauchen gar nicht diese kritische Masse mit 50%, um das System zu ändern. Es reicht ein paar wenige, die kompletten Paradigmenwechsel auslösen können. Und das finde ich auch wieder super motivierend, weil wir glauben immer alle, oh, wir müssen jetzt alle, nur wenn wir es schaffen, alle sofort zu bewegen, dann kriegen wir diese Klimakrise oder was auch immer hin. Nee, es reicht ein paar, die ein neues System schaffen und dann durch diesen Pull-Mechanismus, durch den Anzug, das ganze System praktisch neu aufstellen. Und aber die paar Bienen, von denen du jetzt gesprochen hast, die werden ja sozusagen belächelt bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gebraucht werden. Das kann man natürlich auch schön übersetzen in die unternehmerische Welt, dass viele Leute mit bizarren Ideen so lange selbst von den Eltern belächelt werden, bis sie irgendwann genial sind. Ja. Absolut, also ja, man braucht Durchhaltevermögen. Das ist ja auch eine der Grundfähigkeiten als Entrepreneur, dass man irgendwie so, dass man diese Passion hat, diese Leidenschaft für was man gerne machen möchte. Nur dann hat man ja auch diesen Antrieb und dieses Durchhaltevermögen, auch gegen Widerstände, gegen, wenn man halt kein Budget hat, mit wirklich Bootstrappen, irgendwie klein anfangen und ausprobieren, dass man das durchhält. Ja. Und was ich sehr spannend fand in dem Vortrag, gerade eben hast du von Moonshot gesprochen, von sozusagen Menschen, die sich Dinge oder die Zukunft vorstellen können und dann sozusagen auch eine Richtung haben, in die sie laufen können. Wie kann ich jetzt als Gründer oder als Gründungsinteressierter davon lernen? Weil wir haben ja gerade gelernt, viele Menschen sozusagen haben verrückte Ideen und werden dann nur belächelt. Also entweder genial oder verrückt, so ein bisschen dazwischen gibt es ja ganz wenig. Ja, weil du dieses Moonshot ansprichst, also ganz wichtig, ich sehe das auch als Zukunft für alle derzeit bestehenden Organisationen, gar nicht nur fürs Gründen, ist es nicht zu überlegen, was wäre jetzt das Richtige, sondern was ist zukünftig das Richtige, weil auch das in der Biologie heißt Präadaption, also eigentlich sich schon anpassen auf zukünftige Zustände. Und wenn wir es schaffen, also jede Organisation, die sich jetzt fit macht für Bedürfnisse, die jetzt vielleicht zum Beispiel regulatorisch noch nicht erforderlich sind, die werden aber in den nächsten 5 Jahren mit Sicherheit regulatorisch eingefordert, Nachhaltigkeit, Ressourcenbewusstsein und so weiter. Das ist jetzt möglicherweise noch nicht notwendig, aber das jetzt zu tun, wäre genau der richtige Schritt. Und deswegen dieser Moonshot daran ist zu gucken, wie kann ich, auch wenn ich eine Gründungsidee habe, nicht zu gucken, wie kriege ich Geld, also nicht das am Geld orientieren, sondern wirklich zu gucken, welches Problem, also wir bezeichnen das auch als Massive Transformative Purpose, was ist dieser massive und transformative Sinn hinter meiner Gründungsidee, dass ich wirklich Mehrwert stifte fürs Gemeinwohl, für Menschen, für Planeten, am besten für beides zusammen. Und da ist auch ein Business drin. Da muss ich nur kreativ genug sein, das Business zu finden. Aber wenn ich so einen Purpose habe, wenn ich wirklich einen Impact habe, da steckt auch ein Geschäftsmodell drin. Das muss ich dann finden. Sehr schön, das erinnert mich an ein Zitat von Einstein. Es lohnt sich, glaube ich, immer Einstein zu zitieren, da kann man eigentlich nie falsch liegen. Er hat einmal gesagt, mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Genau. Natürlich ist trotzdem auch die Vergangenheit wichtig, weil wir natürlich aus der Tradition oder auch aus anderen Kulturen ganz, ganz viel lernen von Wissen, was wir eigentlich schon verloren haben. Ja, wie siehst du da sozusagen die Spannung? Also das finde ich mega spannend, auch da das Hybride, deswegen habe ich ja diesen Begriff auch bewusst gewählt. Ich sehe das auch als Brücke zwischen Zeiten und Kulturen. Das eine ist ja die Natur, ist ja schon mal dieser Sprung in die Historie, weil nur um das mal so ein bisschen größenordnungsmäßig klar zu machen, Leben auf unserem Planeten gibt es seit 3,8 Milliarden Jahren. Unser Planet selbst ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Wenn man das jetzt, das kann man sich einfach nicht vorstellen, auf ein Kalenderjahr zusammenstauchen würde, dann wäre am 1. Januar die Erde entstanden, dann hätte es erst mal bis zum 25. Februar gedauert, bis wir überhaupt Leben auf unserem Planeten hatten. Dann gab es erst im September überhaupt sexuelle Reproduktion, was zu einer Biodiversitätsexplosion geführt hat. Anfang Dezember ist das Leben von Wasser auf Land gegangen. Die Weihnachtszeit, da sind die Dinosaurier erst ausgestorben. Und jetzt fragt man sich, wo sind wir Menschen? Wir sind weniger als eine halbe Stunde alt auf diesem Jahreskalender. Und die industrielle Revolution von der Dampfmaschine bis jetzt, bis zum Metavers, das sind 2 Sekunden, weniger als 2 Sekunden. Und das ist das, wo wir glauben, da sind wir die Krone der Schöpfung. Ist halt nicht so, sondern diese Historie, woraus wir lernen können, das ist halt super relevant. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich liebe auch in indigene Kulturen und so reinzuschauen. Ich habe jetzt im Januar eine Woche mit einem Schamanen der Sami verbracht. Mega spannend. Und das Interessante ist, von all diesen Kulturen, die ich kenne, so viele sind es noch nicht, aber ich habe auch die Penane in Indonesien kennenlernen können. Und die sind alle sehr ähnlich. Die haben eine unglaubliche Wertschätzung innerhalb ihrer Kultur über Alters- und Geschlechtergruppen hinweg. Also da gibt es nicht diese Diskriminierung. Bei den Penan zum Beispiel ist es eine unglaubliche Verbundenheit zur Natur generell. Also auch diese Verbundenheit, dieses Spirituelle, aber nicht im religiösen Sinn, sondern einfach dieses natürliche Verbundensein mit sich selbst, mit anderen, mit der Natur. Die Penan, die sind nomadisch unterwegs, haben Regionen markiert,
wo sie was genutzt haben, und um anderen zu signalisieren, dass es regenerieren muss. Also auch dieses Bewusstsein über den eigenen Nutzen hinaus zu bewahren und zu regenerieren zu lassen. Und das ist was, wo wir unglaublich viel lernen können. Also deswegen hatte ich das vorhin auch kurz angedeutet. Wir können unglaublich viel, sowohl aus der Historie als auch aus der Gegenwart. Diese Kulturen sind zwar leider kurz vorm Aussterben oder bereits schon verloren gegangen. Zum Beispiel dieser Schamane, mit dem ich da unterwegs war, ist einer der letzten Schamanen der Sami, der hat 10 Jahre im Amazonas verbracht, um wieder schamanisches Wissen kennenzulernen, weil das natürlich von den skandinavischen westlichen Kulturen unterdrückt wurde und verloren gegangen ist und nicht mehr attraktiv war und nicht mehr gelebt werden konnte. Und das ist ein unglaublicher Schatz, den wir da bewahren müssen und wieder reaktivieren müssen, weil der kann uns unglaublich helfen. Was ich auch sehr spannend fand in deinem Vortrag, war, dass du sozusagen den Kortex aufgezeichnet hast, den Frontalkortex etc. und gesagt hast, man kann ja heutzutage relativ viel messen und man kann ja sozusagen auch zu allem wunderbare Zahlen und Kategorien erfinden. Das klingt immer ganz wissenschaftlich und spannend. Ich habe einen guten Freund, der sehr viel wissenschaftlich gearbeitet hat im afrikanischen Kontext, im nordwestafrikanischen Kontext, und der hat IQ-Tests gemacht. Und jetzt müssen wir uns vorschlagen, dort ist eine andere Realität, wie überall, auch in einem kleinen Dorf in Deutschland ist auch eine andere Realität, aber dort nochmal eine ganz andere Realität. Und in vielen Ländern gibt es bestimmt 85-90% der Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Also wie kann man einen IQ testen? Und die haben folgendes, ich mache mal den Versuch mit euch, ja, mal gucken, wie klug ihr alle seid, wir machen jetzt mal einen IQ-Test. Und zwar wurde die Frage gestellt, ich nenne euch jetzt 4 Begriffe, ja, und ihr müsst mir bitte sagen, welcher Begriff nicht passt. Ja, schön aufpassen. Es wird übrigens hier live gestreamt, es schauen viele Leute zu. Also, erster Begriff, Esel, Hund, Katze, Haus. Was passt nicht? Haus. Sagen alle einstimmig Haus? Okay, ihr habt sozusagen den, ja? Esel, okay, warum sagst du Esel? Weil er nicht ins Haus passt. Sehr gut. Und genau das ist die richtige Antwort. Und zwar, wir in unserem Kontext würden sagen, naja, Haus ist ein Haus, alles andere sind Tiere. Es sind 2 Kategorien, passt nicht rein. Aber dort haben alle Leute ganz klar gesagt, der Esel. Weil nämlich der Hund und die Katze im Haus sind. Die sind beim Haus, die sind bei der Familie. Und was hat der Esel jetzt da zu tun? Der ist doch draußen auf dem Feld. Der ist oder im Stall. Also sozusagen, die Antwort ist nicht falsch, aber bei uns wären sie aus jedem IQ-Test geflogen. Und dort wären wir aus jedem IQ-Test geflogen. Was ich damit sagen will, ist, dass Wissen komplett anders begreifbar ist und Wissen, also dass man sozusagen oftmals auch seine eigene Brille hat und die andere Brille gar nicht verstehen kann. Mhm. Und deswegen fand ich diesen Hinweis sehr, sehr spannend, was du gerade in deinem Talk erzählt hast zum IQ. Wie wichtig ist es denn sozusagen, bei uns alles messbar zu machen? Weil wir leben ja nun mal hier in Europa, also bei uns wird einfach gemessen. Also wie stellst du dir die Zukunft vor? Ich glaube, wir müssen nicht messen, sondern es geht vielmehr um die Wirkung, die wir erzielen. Das ist ja egal. Also die Wirkung ist dann natürlich, die hat ja einen messbaren Effekt in irgendeiner Form. Aber viel weniger sollten wir schauen, was der Einzige oder die Einzelne dann dazu beiträgt und das messbar abgrenzen von anderen. Geht es darum, wie können wir Menschen befähigen, also eigentlich befähigen statt bewerten, dazu befähigen, dass sie das Beste tun, was sie tun können. Wir können nicht alle das Gleiche, wir können weder alle das Gleiche, noch haben wir alle die gleiche Konzentrationsfähigkeit oder Leistungsfähigkeit, noch die gleichen Interessen. Und die müssen wir auch nicht haben, sondern wir ergänzen uns. Entscheidend ist doch das, was rauskommt. Und wenn jeder und jede den Antrieb hat, auch das ist eine kulturelle und eine systemische Frage, den Antrieb hat, zum einen weiß, was mich begeistert und was ich kann und wo ich mich entwickeln möchte, und zum zweiten das als Grundwertegerüst hat, ich möchte beitragen und nicht nur funktionieren, dann ist es doch, dann muss ich doch gar nicht mehr bewerten. Dann macht jeder und jede das, was am besten geeignet ist und was sich dann systemisch ergibt. Und dann erzählen wir die Wirkung. Aber das geht auch mit Ownership, Verantwortung und so einher. Du hast auch gerade ganz schön gesagt, es muss divers sein. Sozusagen jeder kann etwas anderes und jeder Mensch weiß etwas, was ich noch nicht weiß. Von daher ist es sozusagen die Diversität. Frau Gefischer hat ja auch von Biodiversität gerade ganz viel gesprochen. Extrem wichtig. Aber gucken wir uns mal die Realität an. Wir haben einfach immer mehr monopolistische Unternehmen, die versuchen, den ganzen Markt an sich zu reißen. Das klingt jetzt nicht gesund. Kann das dann überhaupt gesund sein, auch in der Zukunft? Nee, also wenn wir uns das Terminal, ich schaue dann aber auch wieder auf die Natur. Und wenn wir uns das Thema der Natur anschauen, und es geht zurück auf ein Gesetz, das heißt Constructal Law, das ist praktisch, ich weiß gar nicht, ob man es im Deutschen übersetzen kann, Konstruktalgesetz von Adrien Bejean, französischer Physiker, der festgestellt hat, dass alle Flusssysteme, ob das jetzt ein Informationsfluss ist, eine Temperatur, eine Flüssigkeit, ein Gas, was auch immer, danach bestrebt sind, den Fluss des Systems zu optimieren. Und dann prägen sich ähnliche Sachen aus. Das sind immer dezentrale Systeme. Deswegen sieht ein Blitz
von der Struktur genauso aus wie, wie ein Wurzelsystem, wie unser Lungensystem und wie unser unsere Blutbahn, wie ein Flussdelta und so weiter. Wir sind in einem belebten und nicht belebten System. Das ist einfach ein thermodynamisches Grundgesetz. Und deswegen werden zentralistische Systeme auf Dauer immer scheitern. Klar gibt es das jetzt, diese Tech-Giganten. Wir haben jetzt aber schon Antitrust-Verfahren, die das versuchen wieder aufzuweichen, weil wir es verschlafen haben, weil da gibt es auch Phänomene, das heißt Colin-Rich-Dilemma. Wir müssen erst bestimmte Technologien erleben, bevor wir überhaupt die Konsequenzen spüren. Gleichzeitig sind sie aber unwiederbringlich eingeführt. Das ist halt so ein Dilemma, in dem wir leben. Aber jetzt zieht halt die Regulatorik nach und zerschlägt wieder solche Monopole. Und es wird auf Dauer nicht funktionieren können. Also irgendwann, wenn die Menschen rebellieren oder eben Gesetzgebung und so weiter. Und auf Dauer ist halt immer Dezentralisierung das bessere System, weil es halt widerstandsfähiger ist, resilienter ist oder antifragiler, wie man es bezeichnet, und sich besser anpassen kann. Und deswegen gehen wir jetzt durch eine Phase, wo das so ist, aber ich glaube nicht, dass die dauerhaft so sein wird. Und was können jetzt Gründer sich mitnehmen? Also Menschen, die schon Probleme sehen oder Lösungen erfinden wollen, wie können die sozusagen sich mit dem Wissen, was sie heute von dir mitbekommen, wie können die sich wappnen für die Zukunft? Weil wir leben ja natürlich alle, jetzt sind wir gerade in einer wunderbaren Bubble, wo wir alle, glaube ich, ein bisschen ähnliche Ziele haben, die vielleicht nicht ganz so darauf aussehen, den Planeten noch mehr zu zerstören. Aber da draußen ist ja sozusagen die Realität oder die andere Realität. Ja. Also mein erstes Anliegen vielleicht auch wäre, tatsächlich nicht zu gründen, weil man Unternehmer sein möchte, sondern weil man ein Problem lösen möchte. Also wirklich diese Grundlage, was eigentlich Unternehmertum früher ja auch mal ganz früher mal war, wirklich ein ernsthaftes Problem zu lösen und eben so dieser Maxime zu folgen, Profit follows Purpose. Also wirklich, wenn ich ein wirklich Grundanliegen habe und einen Mehrwert stiften möchte und das Herz dahinter habe und dann die Leidenschaft und natürlich dann auch Brainpower und so weiter, aber auch die Kreativität, um das zu organisieren, dann wird das auch erfolgreich. Dann, wenn man dafür brennt, das spüren andere. Und wenn es wirklicher Wert ist, dann kriege ich da auch irgendwas hin. Dann durchhalten einfach und ausprobieren. Auch nicht verzweifeln, wenn es mal nicht funktioniert. Am Anfang ist so ein bisschen, also das ist so eine Balance zwischen am Anfang ausprobieren, Hypothesen haben und praktisch validieren, so ein bisschen Shotgun und gucken, was funktioniert und dann wieder fokussieren. Also wirklich erst ausprobieren und dann Fokus, weil den Fokus braucht man, weil man nicht endlos Ressourcen hat. Und dann gucken, und das ist ja auch das, was Günter Faltin mit dem Komponentenportal, gucken, was kann ich und was kann ich halt nicht. Dass man nicht versucht, alles selber zu machen, sondern zu gucken, wo kann ich kollaborativ Probleme lösen, wo kann ich, das macht die Natur übrigens auch, Infrastrukturen nutzen, die es schon gibt. Ein Efeu, der baut halt keinen Stamm, der nutzt halt den Stamm von einem Baum, um Licht zu kriegen. Wo kann ich halt solche Infrastrukturen, die bestehen, nutzen? Wie kann ich mich mit anderen verbinden, gemeinsame Sachen machen, damit ich nicht alles komplett de novo von Scratch aufbauen muss? Auch gemeinsame Sachen machen. Es erinnert mich an einen Zeitungsartikel, den ich vor 1-2 Jahren mal gelesen habe. Da ging es um das Wurzelsystem der Bäume und wie sich auch Bäume über die Wurzeln gegenseitig vor Krankheiten warnen oder Erregern. Also dass sozusagen es nicht darum geht, dass nur ich, der große Baum, hier bestehen bleibt, sondern dass die ganze Spezies und dass das ganze Umfeld auch weiter geschützt wird. Ja. Also ja, da könnte ich einen ganzen Vortrag drüber halten. Das ist super. Bitte spannend. Mykorrhiza heißt das Phänomen. Das Mykorrhiza ist eine der größten Symbiosen, die wir kennen. Und zwar ist das eine Verbindung zum gegenseitigen Vorteil aus Pilzgeflecht, dem Myzel und den Pflanzenwurzeln. Und man weiß schon seit Jahrzehnten, dass die halt Nährstoffe austauschen. Also der Pilz liefert Wasser an die Pflanzen liefern Nährstoffe. Aber dass das eigentlich, man bezeichnet das auch als Wood Wide Web, also wie das World Wide Web ist, das ist Wood Wide Web. Und mittlerweile gehen Wissenschaftler sogar so weit, dass sie sagen, nicht der Baum ist der Organismus, sondern der Wald ist eigentlich der Organismus. Weil die warnen sich nicht nur vor Eindringlingen und tauschen Informationen aus, um Sekundärmetabolit, also irgendwelche Botenstoffe aufzubauen, die zum Beispiel bitter schmecken, dass der Käfer dann diesen Baum am anderen Ende nicht mag und dieser Schädlingsbefall stoppt. Sondern was die auch machen, zum Beispiel diese Mother Trees, diese großen Bäume, die geben halt Nährstoffe an kleine Bäume in der Umgebung ab. Und jetzt würde man so ein menschliches Denken auf Wettbewerb getrimmt, würde sagen, warum soll ich das machen? Ich bin ja froh, dass ich oben bin, habe mein Licht, habe meine Nährstoffe, ich versuche die doch zu unterdrücken. Genau das Gegenteil ist der Fall, weil dieser Wald versteht, ist halt kein intelligentes Design, dass es sinnvoll ist, für die Gesamtresilienz des Systems diesen Baum zu unterstützen, um Biodiversität, um praktisch Resilienz zu schaffen. Und das ist halt extrem spannend. Und da sind wir gerade am Anfang. Aber nur mal, um so ein Beispiel zu geben. In einem Quadratmeter Waldboden liegen etwa, jetzt habe ich die genaue Zahl vergessen, es entspricht aber, ich weiß nicht, ob es 10 oder 50.000 Kilometer Myzel, also Pilzgeflecht, das entspricht der Entfernung von Berlin nach Singapur. Man kann mal nachgucken, was das ist, wahrscheinlich 10.000 Kilometer. Lang. Aber das ist in einem Quadratmeter Waldboden. Und das ist Informations- und Austauschfläche. Und das ist unglaublich spannend. Und wer diesen Film Avatar gesehen hat,
So, das ist jetzt sehr schön bildhaft dargestellt, aber das gibt es tatsächlich. Also es ist jetzt nicht irgendwie fiktional, diesen Austausch, dieses Geflecht gibt es. Und das verstehen wir halt so gerade mal an der Oberfläche. Und durch, halt, wie wir es gehört haben, auch durch Landwirtschaft, zerstören wir halt diese ganzen Mikroorganismen und all diese Sachen, die eben echt Grundlage sind für Leben. Und da können wir unglaublich viel lernen. Auch natürlich nicht nur Grundlage für die Natur, sondern im Endeffekt auch für uns. Mhm. Weil natürlich die Biodiversität auch dafür sorgt, dass wir weiter am Leben bleiben können. Mhm. Genau. Und gibt es auch noch Fragen hier? Ich möchte nicht alle Fragen hier stellen, wenn natürlich noch Fragen... Ja, aber bitte am Mikrofon, damit unsere Online-Zuschauer auch die Fragen hören. Es müssen übrigens 10.000 Kilometer sein, weil der Erdumfang sind ja 30.000 am Äquator. Insofern müssen es 10 sein. Ja, näher ran. So, nächster Versuch. Ich habe mit Begeisterung gehört, dass Sie in Ihrer Arbeit offensichtlich auch die... Ich habe mit Begeisterung gehört, dass Sie in Ihrer Arbeit auch das Wissen der indigenen Völker offensichtlich mit einbeziehen. Und ich bin selbst in einem relativ klassischen Beruf unterwegs. Ich bin Anwältin, habe aber Kontakt zu den zu indigenen Völkern in Nordamerika. Und ich bin immer wieder begeistert, wie, wenn diese Völker von Natur reden, geht irgendwie ein ganz anderer Kosmos auf. Und wenn wir von Klimaschutz sprechen, sind wir da sehr in der, sag ich mal, in der technischen Umsetzung. Und ich glaube, die Zukunft liegt darin, diese beiden Themen zu verbinden. Und ich bin gerade, wie gesagt, begeistert, dass ich jemanden sehe, der offensichtlich... da seine Fühler hinausstreckt. Und mich würde total interessieren, wie Sie glauben, diese Brücke herstellen zu können. Ja. Also spannend. Wir machen bisher noch nicht wissenschaftlich irgendeine Integration von indigenem Wissen, aber ich finde das mega spannend und berücksichtige das, soweit ich es weiß, eben in meinen Betrachtungen und versuche das zu ermöglichen. Nur so als Disclaimer vorher. Aber die Brücke besteht tatsächlich dahin, dass wir an einer Wende sind, wo wir wieder erkennen müssen, was bedeutet es, Mensch zu sein, was bedeutet es, zu leben, was ist der Wert des Lebens, der Sinn des Lebens. Wir merken halt, dass, und das merken wir ja auch, dass dafür haben wir messbare Indikatoren, dass das Leben, was wir jetzt führen, nicht gesund ist. Wir haben einen Krankheitsstand, eine mentale, also Mental Illness, irgendwelche mentalen Erkrankungen, die sind noch nie so hoch wie jetzt. Und wir haben aber gleichzeitig in westlichen Ländern den höchsten halt Wohlstand gemessen an Umsatz oder Einkommen. Und das korreliert halt so null. Und die Frage ist, was macht es eigentlich wirklich aus, ein glückliches Leben zu führen? Und korreliert nicht das eigentlich glückliche Leben vielmehr damit, was auch kompatibel ist mit einem Planeten, der funktioniert? Und da können wir eben sehr viel lernen. Und es gibt auch Zahlen, die habe ich jetzt nicht mehr parat. Ich schreibe gerade ein Buch, Traditionskern Geschäftsmodell, habe ich sie drin dann. Das erscheint auch im Januar, aber das habe ich jetzt nicht mehr parat. Aber es gab von den UN Berechnung, also eigentlich gehört ein Drittel oder sogar die Hälfte des Landes, was wir haben, was belebbares Land, gehört eigentlich rechtmäßig indigenen First Nations. Und wenn wir denen praktisch die Verwaltungshoheit geben würden, wüssten wir, dass diese Länder nachhaltig bewirtschaftet und betrieben werden. Also nur mal diese Dimension zu verstehen, dass da unglaublich viel von der Kompetenz und von der Herangehensweise steckt, die wir jetzt brauchen, um das Problem zu lösen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wogegen ich mich eben wehre, ist diese Technokratie, die Singularity University, das promotet, dass wir eben die ganzen exponentiellen Technologien und KI wird uns retten. Die werden uns nicht retten, die verstärken halt genau das, was wir vorleben. Also eine KI zum Beispiel, der Mo Gorhardt, der früher Google X-Leiter war, der hat sich da rausgezogen, hat gesagt, KI lernt wie kleine Kinder genau das, was sie sieht. Und das wissen wir von Algorithmen. Ich glaube, war das Google oder Microsoft, die hatten so einen Chatbot nach 24 Stunden abschalten müssen, weil der total homophob und aggressiv geworden ist, weil er genau das gelernt hat, was er gesehen hat. Das heißt Algorithmen, wir wissen, diese Algorithmic Bias, also Verzerrungen, Diskriminierung und so weiter, das findet statt. Das heißt, die Algorithmen werden uns nicht retten, die machen genau das, nur noch systematischer, was wir auch schon machen. Das heißt, wir müssen eine bessere Welt schaffen. Wir müssen stattdessen überlegen, wie können wir verantwortungsvollen Technologien einsetzen, aber dieses ganze Wertegerüst, das Systemische, das können nur wir Menschen schaffen. Und das ist genau diese Kehrtwende. Wenn ihr mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragt, glaube ich, dass es immer noch nicht krass genug ist, um zu handeln, häufig. Also ich glaube, es ist immer noch zu weit weg,
in der Welt, dass viele von uns realisieren, ich sollte vielleicht doch mal nicht mit dem Auto fahren, ich sollte vielleicht doch mal weniger oder kein Fleisch essen. Es muss noch näher kommen, glaube ich. Aber es wird diese Kehrtwende geben und da wird dann eine Rückbesinnung auf, eigentlich ist eine gute Beziehung zu meinen Mitmenschen mir wichtiger als der SUV, den ich vor der Tür habe. Und das ist so diese Wende, die wir brauchen. Da gehen wir wieder sehr stark in diese Verbundenheit zu uns selbst, zu anderen und zu unserer Mit- und Umwelt. Auch die Begriffswahl ist ja schon verrückt, wenn wir gucken, die ganzen Begriffe. Auch Umwelt heißt ja, das ist eigentlich nicht wir. Umwelt ist irgendwas da draußen. Eigentlich muss es ja Mitwelt heißen, weil wir Teil dessen sind und uns nicht davon distanzieren sollten. Also ich glaube, wir müssen grundlegend Konzepte neu betrachten und das ist aber eine Wende, die passiert. Und alleine das jetzt zunehmend auch, also immer noch viel zu wenig, aber dass das in die Medien gelangt, dass sich auch First Nations emanzipieren und rückfordern und Ansprüche auch bekommen, die sie rechtmäßig haben, ist ein Indikator dafür, dass es auf jeden Fall zunehmend Bewusstsein gibt und dass natürlich auch medial, da sind die Technologien wieder wertvoll, praktisch unterstützt werden kann und wir da aufeinander zukommen können und dass irgendwie so diese Magie des Lebens und die Wissenschaft, dieses komplett Rationale wieder zusammenkommen, wie es ursprünglich auch mal war. Wir können nicht alles verstehen, wir werden auch nie alles verstehen, aber wir müssen vielleicht auch nicht alles verstehen, vielleicht reicht es auch einfach mal zu leben. Ja. Heiner Wenking, große Übereinstimmung mit Ihren Aussagen. Ich habe zwei Punkte, wo ich zumindest eine Anmerkung machen möchte. Sie sprachen vom Polarstern oder von der Notwendigkeit der Orientierung. Müssen wir nicht, wenn die ganzen Problemräume auf uns einschlagen, andere Lösungsräume entwickeln? Und zwar die Vielzahl von parallelen, miteinander verbundenen Lösungsräumen. Wir haben da ja vorhin drüber gesprochen, damit wir, wie die Traditionen das haben, die haben nicht nur ein alphanumerisches Zeichensystem, sondern alternative, miteinander oszillierende in Schwingungen sind oder in Feldern sind, eben Ordnungssysteme, müssen wir da nicht diese Orientierungsmetapher konkretisieren, also Position, Perspektive und Rahmung eben mit einbeziehen. Das ist der erste Punkt. Und mein zweiter Punkt, wir arbeiten mit den nordamerikanischen Traditionen, also allen nordamerikanischen Indianerstämmen, was dann auch die Maoris übernommen haben, wo wir durch strukturierten Dialogdesign, durch Friedensprojekte, nicht nur auf Zypern und Ceylon und Kolumbien, in der Gruppe eine andere Art von Abstimmung kommen. Also konsensual, was der Club of Rome in den 60ern gemacht hat, Problematik an die tiefen Treiber ranzugehen, an die blinden Flecken, müssen wir da nicht nur eine andere achtsame, wie ich da bei Ihnen verstanden habe, sondern auch eine andere Art von strukturierten Dialogdesign haben. Also jedenfalls nur der Hinweis, würde ich gerne mal mit Ihnen vertiefen. Gerne. Also zur ersten Frage zum Polarstern und den Rahmenbedingungen. Das ist ganz klar in die Richtung gedacht, dass es auf jeden Fall, also sich nicht nur orientieren sollte oder zum Teil gar nicht orientieren sollte an dem, was derzeit unsere Ziele sind, die ja sehr kurzfristig und oberflächlich gedacht sind, sondern ganz anders die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Also wirklich so eine grundlegende Wertediskussion und Wertebild. Was macht eigentlich eine lebenswerte und positive Zukunft für uns aus? Diese Diskussion müssen wir haben. Und das ist dann die Rahmung. Und dann überlegen, wie kommen wir dahin? Also das ist vielleicht komplett wirklich losgelöst von dem, was wir jetzt sagen, was Wohlstand und glückliches Leben ist, vermeintlich glückliches Leben. Das wäre so der Rahmen für das Erste. Das Zweite, ich bin auch davon überzeugt, dass wir komplett neue Wege finden müssen, wie wir zueinander finden und gemeinsam Lösungen schaffen. Ich glaube auch, dass, abgesehen davon, dass wir faktisch nicht wirklich irgendwo eine Demokratie haben, weil ja alles irgendwie Lobby und interessensgetrieben ist, dass aber dieses Prinzip der repräsentativen Demokratie gar nicht funktionieren kann, weil es eben nicht dezentral ist, sondern dass wir viel mehr über so Bürgerratsverfahren, viel mehr aus der Gemeinschaft rausholen müssen und Konsensus oder Konsens finden müssen, um Lösungen zu schaffen, die eben regional und lokal dann vertretbar sind. Die können nicht repräsentativ gemacht werden, die natürlich dann durch Einzelinteressen gefärbt sind. Ja. Gibt es noch Fragen? Habe ich mir schon gedacht. Darf ich kurz? Sie haben viel von Dezentralisierung gesprochen. Und in einer begrenzten Welt ist Effizienz auch wichtig. Sehen Sie einen Konflikt zwischen Effizienz und Dezentralisierung? Genau, das ist ein Konflikt. Also Effizienz, die beste Effizienz ist eine starre Linie, ein total robustes System.
Das Problem, das sind bei Menschen großartig drin, da sind insbesondere Ingenieure und Ingenieurinnen großartig drin, die können halt Systeme maximieren auf Funktionsoptimum oder Maximum unter ganz gegebenen Bedingungen. Das funktioniert auch großartig, aber halt nur, solange die Bedingungen genauso sind. Die Beobachtung ist, die wir haben, wenn wir uns menschengemachte Systeme, insbesondere effiziente Systeme anschauen und die mit biologischen Systemen vergleichen, dann funktionieren die in einem ganz kleinen bis gar keinem Spektrum, die menschlichen, und die biologischen haben praktisch einen breiten Funktionsraum, in dem sie funktionieren können. Menschliche Systeme brechen katastrophal, also wirklich als katastrophales Scheitern bezeichnet in der Ingenieur, während biologische Systeme sind elastisch, die können sich über ein großes Spektrum anpassen. Und das geschieht dadurch, dass sie eben nicht effizient, sondern dass sie effektiv sind. Und die balancieren, Effizienz geht gar nicht in der Biologie, weil ich halt über mehrere Parameter optimieren muss. Und dann kann ich gar nicht effizient in allem sein, sondern ich muss halt effektiv sein und habe auch oft Redundanzmechanismen drin. Und Redundanzen sind ja per Definition nicht effizient. Und trotzdem sind die Sicherheitssysteme, die wir haben, Flugzeug, ist nie effizient, das ist redundant, weil da haben wir zum Beispiel zwei Turbinen, ein Flugzeug kann mit einer Turbine fliegen. Wir haben die aber deswegen drin, weil wir wissen, wenn eine ausfällt, fliegt das Ding immer noch. Das heißt, wo es auf Sicherheit ankommt, bauen wir sogar Redundanzen ein, selbst im menschlichen System. Und deswegen, wenn Dezentralisierung gesprochen, wenn wir uns einen Baum anschauen, wir sägen einen Ast ab, funktioniert der Baum halt immer noch. Und so funktionieren halt dezentrale Systeme, sind immer resilienter oder antifragiler und können mit mehr größeren Schwankungen umgehen, als das hocheffiziente Systeme können. Danke. Gerne. Ja, hallo. Ich wollte nur zwei Sachen, eine Anmerkung zu dieser, also die Natur als Vorbild zu sehen, um Lösungen zu finden. Ich habe das einmal irgendwann aufgeschnappt, dass es auch einen Versuch gab, das Netzsystem, das Bahnsystem von Japan, hat man nachgebaut, indem man halt Nahrung an verschiedenen Schleimpilz, Punkten, ja, genau. Und dann hat man einen Pilz versucht, die Verbindungen aufzubauen. Das war das effizienteste oder effektivste in dem Zusammenhang. Das heißt, daran glaube ich wirklich und da ist sehr viel dran. Ich glaube, da kratzt man nur an der Oberfläche. Also ich bin auch selbst aus der Technik und die Ingenieure glauben, sie haben die Weisheit im Löffel gefressen. Dabei ist es doch anders. Ja. Also, und das ist jetzt nur eine Anmerkung, aber das andere wäre, also es gibt viele Fragen, die durch den Kopf gehen, aber ich denke mir halt, das Thema Zentralisierung, Dezentralisierung schwingt da jetzt sehr, sehr stark mit. Die Tatsache, dass jetzt auch bei uns die politischen Situationen dadurch ergeben, weil man eben so stark alles zentralisiert hat, sei es jetzt die Währung oder Großunternehmen, Konzerne und so weiter, und sind wir deswegen instabil und können nicht auf die Welt reagieren, die wir jetzt haben? Das ist so ein bisschen die Frage. Was war die letzte Frage? Dass wir können wir deswegen nicht auf diese volatile Weltumgebungen reagieren, weil wir einfach zu viele zentrale Lösungsansätze haben und die viel zu starr sind? Es ist ein spannendes Spektrum, was wir aufgebaut haben. Wir haben zentrale Nationalstaaten, auch das Konzept der Nationalstaaten. Das Konzept, also wir müssen wirklich fundamental neu denken. Nationalstaaten ist das, was zukunftsfähig ist. Besitz, können wir überhaupt je was besitzen? Also wir müssen mal, fühlen sich jetzt vielleicht viele wirklich gechallenged, aber das ist eine provokante Frage, können wir jeweils was besitzen? Wir nehmen sie eh nicht mit. Es ist nicht viel sinnvoller, nicht zu gucken, was kann ich behalten, während ich lebe, sondern was kann ich hinterlassen, wenn ich nicht mehr lebe? Das ist eine ganz Grundsatzfrage. Und wir haben ja eine spannende Ambivalenz aufgebaut zwischen Zentralisierung in zum Beispiel Regierungen oder Megakonzernen und gleichzeitig eine Dezentralisierung über komplett global vernetzte Wertschöpfungsketten, was auch nicht funktioniert. Also wir haben genau das Gegenteil, ein Ungleichgewicht geschaffen von dem, was die Natur macht. Die Natur macht nämlich alle ihre Ressourcen überwiegend, bis auf ein paar Ausnahmen, sourced sie lokal, baut aber dezentrale Systeme. Also genau das Gegenteil. Wir machen genau unbiologisch. Und insofern können wir da, glaube ich, ganz viel Inspiration kriegen. Wie macht es die Natur? Wir haben da in Biomimicry, gibt es auch frei verfügbar, gibt es die sogenannten Life's Principles, die Lebensprinzipien, die halt so übergreifende Gestaltprinzipien sind, die die Natur nutzt. Und da ist zum Beispiel eins drin, Ressourcen und Materialien und Energien lokal sourcen und nicht global. Bis auf ein paar Zugvögel, die hin und her fliegen, ist halt alles irgendwie in einer Umgebung, die irgendwie verfügbar ist, mit Baumaterial und Energien und so weiter, oder Sonnenenergie dann natürlich. Und da kann man eben viel lernen und das kann man vielleicht mal anschauen. Also Life's Principles, wenn dir das interessiert. Vielleicht auch nochmal, ich gerne Ressourcen, dass man inspiriert werden kann jenseits des Talks. Es gibt auch noch eine schöne Plattform, die heißt asknature.org. Das ist eine komplett frei verfügbare Plattform, wo man biologische Lösungen findet. Kann man
wie bei Google, einen Suchbegriff eingeben, also wie macht die Natur Kühlung, wie macht die Natur Farbe, wie macht die Natur Kommunikation, und dann kriegt man halt Beispiele aus entweder der Biologie oder auch Case Studies, die es schon gibt, ja, super spannend. Erklärt für Nicht-Biologen, aber auch verlinkt mit den Originalquellen, und das ist halt super spannend, wird unserem Partnerinstitut und beim Mimicry-Institut in den USA kuratiert. Also einfach, das ist halt wichtig, und sowas gehört in eine Schule. Schüler und Schülerinnen müssen halt lernen, den Bezug zur Natur. Was kann ich lernen? Warum ist es so wertvoll? Was ist meine Verbundenheit? Dass es meine Grundlage ist. Und nicht, dass eine Tomate auf einem Supermarkt in Plastik eingepackt irgendwie da magisch liegt. Halt. Das ist halt so entscheidend. Und wenn wir diesen Link wieder hinkriegen, diese Begeisterung, und wenn wir das auch als Eltern zum Beispiel schaffen, bei unseren Kindern irgendwie da zu erreichen, dann, ich glaube, da haben wir einen großen Schritt. Aber auch da sehe ich Potenzial, weil ich bin auch in meiner Blase natürlich, aber auch mit Freunden, mit denen ich mich unterhalte, die haben viele das Bewusstsein und beschäftigen sich bewusster damit. Also ich glaube schon, dass jetzt die heranwachsende Generation aufgrund des Drucks von außen, Klimawandel, aber auch durch das Bewusstsein, was wir als Eltern, als PädagogInnen und so weiter haben, mehr und mehr positiv auch wirken. Also dass sich das auch zunehmend auch exponentiell verstärken wird. Aber es ist immer noch am Anfang. Aber wie gesagt, es passiert doch viel. Und Margret ist ja auch hier, die ganz viel in der Schule macht, Schule im Aufbruch und Fridays, die sich genau mit solchen Themen beschäftigt, systemischen Fragestellungen, gemeinwohlorientierten Fragestellungen, die eben nicht curriculär programmiert sind, sondern wo es darum geht, das selbst zu explorieren und Menschen zu entwickeln auf Basis von Neugier und Kollaboration. Und das braucht es. Aber die, die das gelernt haben, die wollen dann auch nicht anders leben und arbeiten. Und die stecken auch wieder andere positiv an, sodass das, glaube ich, ein skalierbares System ist. Sehr spannend, danke. Ja, gerne. Und ich fand es gerade sehr spannend, was du über die Website gesagt hast. Oftmals bei vielen, vielen Gründerkonferenzen, die es online und offline heutzutage gibt, geht es ja eigentlich darum, wie bekomme ich schnell Geld, wie kann ich schnell an den Markt, wie kann ich meinen Wettbewerber schnell unterdrücken und wie mache ich kostengünstig, aber sehr gutes Marketing. Also natürlich noch viele weitere, aber das sind sozusagen oftmals die Themen, die man hört. Ist es nicht vielleicht auch interessant, mal auf so eine Webseite zu gucken und gemeinsam mit Gründern zu sagen, da sind schon ganz schön viele Lösungen, wie können wir diese Lösungen vielleicht auch für Unternehmenskonzepte anwenden und wie können wir da auch gemeinsam eine Welt schaffen, die nicht nur mich reich macht. Also ich bin überhaupt nicht dagegen, dass Menschen sehr erfolgreich sein sollen, also im Gegenteil. Ja, ich freue mich, wenn Menschen gutes Geld verdienen, aber natürlich wäre es am schönsten, wenn diese Menschen mit Ideen Geld verdienen, die die Welt im besten Fall besser machen. Ja. Also gibt es da auch schon Ansätze, die versuchen sozusagen das Wissen Gründern zur Verfügung zu stellen? Also jetzt spezifisch Gründern, Gründerinnen wüsste ich jetzt nicht. Also das ist nicht, wir haben das jetzt nicht als konkrete Zielgruppe. Und es gibt es halt übergreifend. Es gibt halt welche, die sich mehr auf junge Menschen konzentrieren und welche, die sich mehr auf Unternehmen konzentrieren. Aber diesen Ansatz von der Natur zu lernen, gibt es tatsächlich, und das eine, es gibt diese zwei Strategien in Biomimicry. Das eine ist Challenge to Biology, wie wir es nennen. Wir haben eine Fragestellung und gucken, wie würde die Natur das lösen. Aber es gibt eben das andere, Biology to Design bezeichnen wir das. Wir gucken in die Biologie und schauen, okay, spannend, und wie kann ich daraus jetzt eine Lösung für Menschen machen und dann natürlich ein Geschäftsmodell. Und das sind diese zwei Streams sozusagen. Und das ist mega spannend, weil wir eben da Inspirationen kriegen, die wir sonst nicht hätten. Und das Schöne ist auch, wir haben ja auch an verschiedenen Projekten gearbeitet, auch jetzt also ich mache viel Beratung, aber wir haben auch schon an konkreten Gestaltsachen gearbeitet und dann eine Mobilitätsfrage. Und eines der Grundkonzepte des Biomimicry ist nicht nur irgendwelche Paper zu lesen und auch wieder nur rational, abstrakt, zahlengetrieben, sondern rauszugehen. Also wir haben drei Ebenen. Wir haben den Ethos, heißt das eine. Das ist einfach diese Intention, die Haltung. Wir wollen halt mit der Natur und für die Natur gemeinsam gestalten. Das zweite ist dann dieses Reconnect, wie wir es bezeichnen, also überhaupt erstmal die Verbindung wieder aufzubauen, dass man wirklich mal rausgeht. Ich habe so viele Insights. Also einerseits macht das ja was, und das wissen wir auch, das ist wissenschaftlich, Biophilie heißt das Phänomen bei Philia, dass das positiv sowohl psychologisch als auch physiologisch stimuliert. Unsere Stresslevel gehen runter und so weiter. Ganz viele positive Effekte, wenn wir in der Natur sind. Aber wir kriegen halt Inspiration. Wir sehen auf einmal Dinge ganz anders, wenn wir uns darauf einlassen, und kriegen Inspiration. Und tatsächlich für dieses eine Mobilitätsprojekt habe ich tatsächlich einen Mechanismus entdeckt, in dem ich im Gras halt so eine Blüte gesehen habe, wie die sich öffnet. Und da ging es halt um Öffnungsschließmechanismus. Und dann habe ich recherchiert in Papern. Aber diesen ursprünglichen Initialimpuls habe ich bekommen, weil ich draußen war in der Natur. Und das fehlt uns und das brauchen wir. Also auch das ist die Empfehlung. Geht mit euren Kindern so oft ihr könnt in die Natur raus und begebt euch in diese wundervolle Welt. Da kommt die Inspiration. Einfach weil wir den Mindset haben, weil wir einfach diese halt die Atmosphäre haben, aber weil es auch tatsächlich faktisch dort durch die Objekte und die Systeme selbst halt super stimulierend sein kann und man da was entdecken kann oder Fragen, also auch dieses Fragengeleitete entdecken, gar nicht Antworten finden, sondern zu gucken, wow, okay, wie kann denn der Baum hier überhaupt so stehen? Und auf einmal hat man eine statische Lösung für irgendwas und das ist mega spannend. Oder das Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo du sitzt, mit dem Schleimpilz, was du gerade gesagt hast, mit den
mit dem Schleimpilz, da hat man nur, um diese Studie kurz zu erklären, der Schleimpilz, das sieht man so ganz viel an Baumstämmen, die so im Wald rumliegen, so ein gelbes Geflecht. Und das ist eigentlich ein einzelliger Organismus, bildet aber, die verbinden sich zu mehrzelligen Superorganismen. Und was die machen, und das hat man dann auch im Labor halt gezeigt, sowohl für, ich glaube, Nordamerika Flugrouten und dann das andere war Tokio, Yokohama, hat man so diese halt Ballungsgebiete mit Futterspots auf einer Agarplatte so angeordnet und hat geguckt, wie sich dieser Pilz verteilt. Und zunächst verteilt er sich halt total zufällig und verstärkt dann aber durch Selbstorganisationsprozesse die Routen, die optimal sind zwischen den Nahrungspunkten, um halt die Nahrungsmittel auszutauschen. Und dann entstehen Bilder, die fast deckungsgleich sind mit den menschengemachten effizienten Routen. Und es gibt tatsächlich, warum ist das jetzt spannend, warum sage ich das? Man kann halt ganz viel aus selbstorganisierten Systemen lernen. Und es gibt tatsächlich verschiedenste Systeme, ob das jetzt für Kraftverteilung ist oder auch für Logistikprozesse, gibt es den Ant Colony Optimization Algorithmus, der basiert auf der Art und Weise, wie Ameisen ihre Eier im Bau verteilen und sich bewegen. Und der löst ein Problem, was in der Logistik als Traveling Salesman Problem bekannt ist. Wenn ich also einen Logistik-Truck habe und habe verschiedene Waren, die ich ausführen will, habe ich immer die Frage, wie fahre ich in welcher Route bestmöglich an, um möglichst wenig Sprit zu verbrauchen und besten Zeiten zu nutzen. Das ist ein nicht triviales Problem. Und Ameisen machen das halt. Und daraus hat man einen Algorithmus entwickelt, der das Problem löst. Und das ist halt mega spannend, was wir alles lernen können aus vermeintlich nicht intelligenten Organismen, die aber zum Teil Probleme lösen, die wir als intelligente Spezies nicht trivial lösen können. Was auch eine schöne Verbindung herstellt zu unserer allerersten Keynote von Frau Urnah, wo es ja auch um Aufmerksamkeit geht. Und das merke ich ja auch oftmals in Gesprächen, dass viele Menschen in einem Dialog eigentlich nur darauf warten, bis das Codewort kommt, damit man selber widersprechen kann. Und damit wird eigentlich gar nicht so richtig zugehört, sondern man versucht einfach nur selber zu senden. Es wird ganz, ganz wenig empfangen. Und ich glaube, das, was du ja auch in deiner Arbeit beschreibst, ist, dass wir erstmal selber gar nicht senden, sondern erstmal selber nur empfangen und dann gucken, inwiefern wollen wir überhaupt weiter senden. Ist es verständlich, was ich jetzt gerade erzählt habe? Okay. Gibt es noch Fragen? Wir haben jetzt noch 10 Minuten, 15 Minuten. Also nutzt die Chance, ja, heute ist Arndt noch da, ich weiß nicht, ob er morgen noch da ist. Leider nicht. Leider nicht, also. Gerne nochmal. Also ich habe jetzt die Präsentation von vorhin noch im Kopf, wo die Schule hat, glaube ich, begonnen, aber man hat auch Organisationen, die halt sehr starr aufgebaut sind, für Probleme, die aber ein Netzwerk sind. So, und wie müsste jetzt die Organisation der Zukunft sein oder wohin müssen wir uns bewegen? Und wie realistisch ist das? Also ich bin auch in einer Organisation, wo es, also es gibt viele, die versuchen, agile Transformation und so weiter und so fort. Aber vieles von diesem Starren ist noch immer da. Es ist relativ schwer wegzubekommen oder es ist vielen gar nicht bewusst, dass es Notwendigkeit besteht, es wirklich zu hinterfragen, weil es eben nicht zusammenpasst. Ich kann kein Netzwerkproblem mit einem starren System lösen. Ja. Also die Frage ist, wie man das verändert? Oder wie siehst du das für die Zukunft und wie könnte man dorthin kommen? Also wie ist die Organisation der Zukunft? Genau. Also es gibt ja auch schöne Beispiele, wo es nachweislich funktioniert oder wo auch der Transformationsprozess beschrieben ist. Wie man da hinkommt, das ist ja das, wo ich auch Organisationen überwiegend begleite, genau solche Prozesse möglich zu machen. Und aus meiner eigenen Arbeit ist es halt immer so, dass man zunächst, also auch da wieder dieser 5%-Ansatz mit den Bienen, gar nicht versuchen, das ganze Unternehmen umzukrempeln und wieder ein neues Organigramm zu zeichnen und jetzt eine Matrixstruktur aufzubauen, sondern zu gucken, wo stehen die eigentlich, wie kann man die Leute mitnehmen und wie kann man vielleicht auch mit einem kleinen, also wir machen auf der Abteilungs- oder Bereichsebene zunächst erstmal und dann bauen wir das um und probieren, was brauchen die eigentlich gerade. Und das sind halt immer wieder die gleichen Muster. In der Regel haben sie keine klare Zielfokussierung, das fehlt schon mal. Das heißt, der Fokus. Deswegen sind sie alle überlastet, weil sie Dinge tun, die sie gar nicht wissen, ob die auf das einzahlen, was sie eigentlich tun sollten. Und dass sie ganz viel in einer Blackbox arbeiten, dass sie gar nicht wissen, woran der andere gerade arbeitet und wo Abhängigkeiten Bottlenecks sind. Also das überhaupt mal aufzuzeigen, damit umzugehen, führt zu einer prozessualen Verbesserung. Aber gleichzeitig, das ist das Spannende, führt zu einem kulturellen Mehrwert, und nämlich dadurch eine Transparenz, eine Wertschätzung, eine Sichtbarkeit, dass man auf einmal sieht, oh, ich trage bei, oh, ich kann auch mal sagen, dass eine Abhängigkeit oder da gibt es ein Bottleneck oder da steckt was fest. Und andere sehen, dass ich auch was tue. Also es ist nicht so, ich habe nicht diese Null-Wertschätzung, die man häufig hat. Und ich kann mich gleichzeitig abgrenzen von immer noch mehr, also raus aus dieser Push, rein in eine Pull-Kultur. Und das ist was aufbaut. Das Spannende aber, um jetzt das System zu verändern, das ändert halt was in einem kleinen Mikrokosmos, ist dann, und das ist das wirklich Spannende, dass jetzt ein Pull-Effekt entsteht. Auf einmal sieht eine andere Abteilung, die stoßen an Grenzen, das ist immer klar, weil wenn ein Konzern, ich arbeite viel mit Konzernen, dann ist da so ein Bereich und eine Abteilung, die gut anders arbeitet, die auch messbar, die haben ja
Jahrestonus haben die auch ihre Mitarbeiterbefragung, wie sie sich fühlen. Da hatte ich auch messbar radikale Verbesserungen, wie sie sich fühlen, wie sie zusammenarbeiten, wie sie Entscheidungen treffen. Also das ist auch dann wieder zahlenmäßig belegbar. Aber dann stoßen die trotzdem an Grenzen mit anderen Abteilungen. Aber erstmal weichen sie das dadurch auf, dass die halt mehr und mehr systemisch denken und überlegen, wie können wir denn bei einem Kickoff einen anderen mit einladen, dass die Transparenz und die Überschneidungen besser sichtbar werden. Zum Zweiten tauschen die sich ja auch anderweitig aus und dann sehen die anderen, ihr scheint so gut zusammenarbeiten, ihr seid gar nicht mehr so gestresst, was ist denn bei euch los? Und dann baue ich immer in der Regel baue ich so ein Change Ambassador Netzwerk auf, dass es so ein paar pro Abteilung gibt, die so ein bisschen mehr im Lead sind, im Sinne von, das sind die, die das halt aktiv vorantreiben wollen, die da eine große Abilität haben, die echt lernen wollen, die dann auch mal so ein Meeting moderieren oder so. Und das sind auch die, die sagen, na komm, ich zeig dir mal unser Kanban-Board oder was wir da auch immer nutzen, schau es dir mal an. Und dann werden die halt angesteckt und denken, ach cool, das brauchen wir auch, das ist natürlich gut für mich. Aber das ist halt gut für die, weil wir nach und nach halt dieses System so wachsen lassen, wie auch so ein Ziel. Und das ist das eine. Und es gibt halt Organisationen, da gibt es ein schönes Buch von, das ist mittlerweile schon einigermaßen alt, von dem Ricardo Semmler zum Beispiel, Maverick heißt das. Da gibt es auch einen schönen TED-Talk von ihm. Der hat halt seine ganze Organisation, das Familienunternehmen, in 80er Jahren übernommen von seinem Vater, war ging super runter, war ursprünglich, ich weiß gar nicht, was sie ursprünglich gemacht haben, und der hat das komplett demokratisiert. Der hat Hierarchieebenen von x Ebenen auf 2 oder 3 eingeführt, hat eine Bewertung der Führung durch die Mitarbeitenden eingeführt, und wenn sie ein Minimumkriterium erreicht haben, wurden die wieder abgesetzt. Er ist, glaube ich, sogar als CEO der eigenen Bewertung zum Opfer gefallen, konsequenterweise. Haben zum Beispiel 1/4 der Gewinne haben die umverteilt auf die Belegschaft, haben aber gesagt, wie ihr es verteilt in den Teams, das bestimmt ihr selber, weil ihr wisst am besten. Also wirklich große Entscheidungen, große strategische Entscheidungen haben sie abgestimmt, Werksverlegung und so weiter, weil das halt Menschenleben und Alltag betrifft. Unglaublich viele, also ganz viele, kann man wirklich gut nachlesen. Das Unternehmen heißt Semco International. Und das funktioniert, das hat halt unglaublich zu einem Erfolg. Die wurden die Nummer-1-Adresse für Absolventen, Absolventinnen von Unis, die haben ihr Gewinn, ich weiß jetzt nicht mehr die Zahlen genau, das, ich glaube, die Gewinne versiebenfacht und den Umsatz versiebenfacht und die Gewinne verfünffacht in der Rezension, also unglaublich erfolgreich, weil sie eben Selbstbestimmung. Anderes Beispiel ist ein riesiger Konzern, Haier, chinesische größte Weißwarenelektronikhersteller, größer als Bosch Siemens, kennt man hier in Europa gar nicht so viel, ist der weltweit größte Weißelektronikhersteller. Und die haben ihr Unternehmen aufgeteilt in 5000 Microenterprises, wo jedes dieser Microenterprises praktisch wie so ein kleines Startup ist, wo Ownership da ist. Die heilen ihre Leute selber, die sind selber zuständig für Profitabilität, für Innovation, sind viel näher an den Kunden und Kundinnen dran, an den Bedürfnissen und sind viel erfolgreicher geworden. Also da ist eine Dezentralisierung. Es geht halt darum, wie kann ich Menschen beteiligen an Entscheidungen, an Innovation. Raus ist auch da wieder erlernte Hilflosigkeit. Kennen wir alle, sind wir ein Unternehmen, haben eine Idee, haben wir dreimal. Dreimal sagt uns jemand, nee, haben wir schon mal gemacht, nee, ist kein Budget, nee, ist dann nicht deine Verantwortung. Beim vierten Mal sage ich, okay, brauchst du auch nicht mehr sagen. Und das ist genau diese erlernte Hilflosigkeit. Da sind wir gesellschaftlich, Politikverdrossenheit, da sind wir ein Unternehmen. Und da rauszukommen, zu sagen, okay, hier, macht mal, ihr kriegt ein kleines Budget, probiert aus. Und wenn es dann wird, dann sprechen wir über das Nächste. Und da gibt es so viele Beispiele, die das gemacht haben. Anderes Beispiel, Frederic Laloux in Reinventing Organization, der hat einige Organisationsbeispiele. Also da gibt es tolle Beispiele, wo es funktioniert und nachweislich funktioniert. Und der Prozess, den kann man nicht überstülpen. Auch das machen viele Berater dann immer falsch. Nehmen wir gerne so ein Spotify-Beispiel. Stülpen ist über und es scheitert. Logisch, weil jede Organisation anders ist. Es gibt halt so ein paar Prinzipien. Menschen mitnehmen, beteiligen, erstmal mit denen starten, die wollen und gleichzeitig aber auch die verstehen. Auch da wieder ein Verständnis aufbauen für die, die vielleicht nicht wollen. Weil nicht jeder will und auch nicht jeder muss am Anfang, sondern irgendwie so ein Momentum aufbauen. Und auch das hat wieder ganz viel mit Menschlichkeit zu tun, Vertrauen aufbauen. Nicht irgendwelche Folien ranklatschen, wie so McKinsey macht, sondern halt auf Menschenebene begegnen und gucken, was brauchen die eigentlich, wo hängt es und wie kann man sie begleiten und befähigen. Du hast gerade Frederic Laloux kurz angesprochen. Frederic Laloux war vor einigen Jahren auch beim Summit, jedenfalls wurde er zugeschaltet mit einer Keynote. Also könnt ihr euch gerne auch nochmal im Netz anschauen. Ein sehr, sehr spannender Vortrag zu Reinventing Organizations. Aber jetzt noch eine Frage. Ja. Schön nah ans Mikrofon bitte. Ich hatte bei Ihrem Vortrag noch einen zweiten Grummel- oder Juckepunkt. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir müssen unsere Ordnungen und Rahmungen reflektieren. Und da kam mir etwas, was wir vorhin besprochen haben, dass wir durch Übervereinfachung sehr, sehr leicht denken, wir wüssten, wenn wir nicht wissen. Sie sprachen vom Ich, Du, Wir und Andere oder dem Allen. Da muss man ganz konkrete Modelle bauen. Das, was Sie mit diesem Diagramm zum Beispiel zeigen, ist im Prinzip eine flache Übervereinfachung. Und ich habe gelernt vom
Freund von Robert Jung vor 30 Jahren, watch your metaphors. Und das gilt natürlich auch für unsere Narrative, unsere Stories, unsere Analogien. Ja. Muss man nicht konkrete Modelle bauen, wie wir es vor 30 Jahren mit Kindern gemacht haben? Denn die sagen dann, Wurmauge, Fischauge, Vogelauge, Gruppenauge, was ist deine Position, deine Perspektive, deine Linse und der Rahmen und dann eben die mehreren Rahmen. Müssen wir nicht wirklich da mit Jugendlichen oder mit Kindern im Sandkasten darauf bestehen, dass sie nicht immer nur von Systemen reden, wenn die System- und Modelltheorie quasi zur selben Zeit erfunden wurde? Die Modelltheorie von einem Deutschen. Mhm. Herr Rötsch-Tachowier. Ja. Also stimmt, gibt es ein schönes Zitat, all models of wrong, some are useful. Also jedes Modell ist eine Vereinfachung der Realität. Wir können auch ohne, im Prinzip ist alle unsere Wahrnehmung auch eine Modellierung der realen Welt. Wir alle sehen was anderes. Wir müssen filtern, ist ganz klar, sonst sind wir gar nicht, ist unmöglich aus der Unendlichkeit der Impulse, die wir kriegen, sonst irgendwie Sinn zu erschließen. Die Frage ist, wie weit können wir simplifizieren, vereinfachen, ohne praktisch Funktionsweisen zu opfern oder wirklich Anwendbarkeit. Das stimmt. Das Modell, auf das du dich bezogen hattest, war, um so einen Kontext zu geben, das hatte ich hier nämlich in dem Vortrag nicht vorgestellt, das haben wir nur vorhin ausgetauscht, war dieser Future Skill Navigator, von dem wir jetzt sprechen. Da haben wir praktisch versucht, auch das modellhaft eben, um es irgendwie greifbar und zugänglich zu machen, und natürlich muss man da irgendwo dann auch Boxen entwickeln, zu sagen, wie können wir die Future Skills strukturieren. Und da haben wir gesagt, es gibt erstmal vier Bereiche. Es gibt nämlich rationale Bereiche, das ist im Prinzip so alles, was Kopf und Mind ist. Dann gibt es emotional, das ist Körper und Herz. Dann gibt es spirituell, das ist alles, was Verbundenheit ist, also nicht religiös, aber Verbundenheit zu uns selbst, eine Selbstreflexion zu dir, eine Empathie, aber auch zu unserer Umwelt oder Unternehmensseele, auch da die Vision oder der Purpose von der Organisation, und dann zur Umwelt. Und das ist nämlich das Zweite. Auf welcher Ebene machen wir das? Achso, und das Vierte ist dann die transformationalen Skills, nämlich es reicht nicht nur, jetzt toll verbunden zu sein, sondern wir müssen auch handeln und umsetzen können, die Welt verändern. Und dann findet das aber auf vier Ebenen statt, und zwar auf der Ich-Ebene, also alles Intrapersonale, Persönliche, da geht es um Lernen, da geht es um Selbstreflexion, da geht es um Selbstmanagement und so weiter. Dann geht es aber um Selbstakzeptanz und all die Sachen eben in diesen verschiedenen emotional, rational und so weiter. Dann die Du-Ebene, das ist die Beziehungsebene, die wir brauchen in der Begegnung. Dann die Wir-Ebene, da geht es um Teams, da geht es um Organisation. Und dann kommt aber was, und das muss es geben, und da auch wieder das Systemische, wir haben es als alle bezeichnet. Das geht nicht nur um Menschen, sonst haben wir anthropozentrische Future Skills wieder, sondern es geht halt um Beziehung und unsere Wirkung, unsere Verbundenheit zur Natur und dem globalen System. Und das ist im Prinzip, wo wir versuchen, irgendwie einen Rahmen zu bieten. Ist der perfekt? Nee, ist er nicht. Das ist halt ein Modell, aber es ist halt, wie wir glauben, holistischer als alles das, was es bisher gibt, und muss auch als Modell begriffen werden. Und wie wir das dann bezeichnen, ob das dann halt verschiedene Augen sind und verschiedene Perspektiven auf die Welt, oder ob man, also verstehe ich, aber wie gesagt, unser Anliegen ist es da, wirklich einen möglichst holistischen, systemischen Blick aufzunehmen, mit dem Bewusstsein, dass auch das und jedes andere Modell halt eine Vereinfachung nur sein kann. Und es geht auch gar nicht darum zu sagen, ich bin jetzt in dieser Box und lerne nur diese Box, sondern vielmehr auch hier wieder, wie in einem System, geht es ja gar nicht um die Elemente, sondern die Beziehung der Elemente untereinander. Und das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen Lernpfade aufzeigen. Wir arbeiten jetzt auch an einem Assessment dazu, zu sagen, was ist eigentlich, wo will ich mich entwickeln, wo möchte ich mich entwickeln, aus meiner Perspektive, aus der Entwicklung meines Gegenübers, aus der Entwicklung meines Teams, also auch da eine Vieldimensionalität, um dann zu schauen, wo mache ich denn Fortschritte und was bedeutet das? Und auch lernen nicht nur, ich setze mich jetzt vor eine Serie von Videos und lerne Empathie halt am Video, was ja gar nicht geht, sondern zu sagen, wie können wir das halt sozial lernen, wie können wir das in Lernkreisen miteinander lernen und gemeinsam entwickeln und uns bestärken. Und das ist halt schon systemisch gedacht, aber irgendwo muss man es dann, um es auch kommunizierbar zu machen, wieder runterbrechen, und das ist halt so eine Balance. Da kann ich auch gleich noch einen Hinweis euch geben. Wir arbeiten mit Professor Tanja Singer zusammen, die war letztes Jahr auch Keynote-Speakerin und ist Leiterin des Max-Planck-Instituts. Und gemeinsam mit ihr planen wir auch einen Workshop in 2024. Man muss mit solch hochkarätigen Menschen sehr lang in die Zukunft planen. Wir planen einen Workshop zum Inner Change Leads to Societal Change. Das ist sozusagen ein Retreat, was wir für 3 Tage gemeinsam mit ihr und weiteren Mediatoren anbieten, sozusagen, um auch genau in diese Richtung weiterzugehen. Sie ist Neurowissenschaftlerin auch und beschäftigt sich auch genau mit diesen brennenden Fragen. Wir sind eigentlich fast am Ende. Wenn es noch eine Frage gibt, würde ich eine Frage noch zulassen. Okay, das ist die letzte Frage, du Glückspilz. Vielen Dank für den Vortrag. Wie kann man diese erhöhte Naturverbundenheit erreichen? Und vielleicht dazu,
Also der Konsum von psychedelischen Substanzen, also wurde schon in vielen Studien gezeigt, steigert diese Naturverbundenheit nachhaltig und zwar sehr stark. Und wie stehst du dazu? Ja, bisher war ich, also total spannende Frage. Erst die erste, wie kann ich den Bezug steigern? Rausgehen, so oft es geht. Wir sind die ganze Zeit in künstlichen Umgebungen. Hier ist, da steht eine abgeschnitten, aber es gibt nicht eine Pflanze in diesem Raum. Nichts Biophiles. Da gibt es nicht mal eine Struktur, also hier vielleicht ein bisschen Holz, das irgendwie an Natur erinnert. Und das ist natürlich was, das macht was mit uns. Das heißt, rausgehen, und da gibt es so viel Stadtnatur, das kann Wald sein, oder reinholen, Pflanzen reinholen. Irregulär, also Biophilik, auch da gibt es ein White Paper, ist frei verfügbar, Biophilic Design, die 16 Muster des biophilen Designs, was man machen kann, um sich wieder, um die Natur zurückzuholen, die Effekte zu haben und wieder ein Bewusstsein für Natur und Klänge und so zu entwickeln. Also es ist ja nicht nur das Sehen und in der Natur, es geht hier um Klänge, Vogelgezwitscher, es geht um Rauschen, es geht um das Gespür von Sonnenlicht und Wärme und Lichtverhältnissen überhaupt. Wir wissen so viel über Licht, auch was es für einen Effekt hat auf Kreativität, auf analytisches Denken. Und wir haben alles künstliche Beleuchtung und gleichzeitig braucht das Energie. Also es gibt so viel, was wir wissen. Das ist das eine. Das zweite, bisher habe ich nie irgendwelche Substanzen genommen, aber ich finde, das ist auf meiner Bucketlist tatsächlich auch irgendwie so eine Mushrooms oder so mal ausprobieren, weil ich unglaublich tolle Sachen gehört habe in Begleitung von einem Schamanen. Ich glaube, dass da echt ein Schlüssel ist. Und nicht umsonst machen das halt viele und auch wieder kulturübergreifend, ganz viele Kulturen, die das nutzen, um eben diesen Bezug herzustellen, zu stärken oder auch Erkenntnisse zu kriegen. Und ich glaube, dass da da kenne ich mich jetzt nicht genug aus, aber von dem, was ich gehört habe, auch Bewusstseinsebenen und eine Verbindung aufgebaut wird, die nochmal eine ganz andere Reflexionsfähigkeit mit unserer Verbundenheit zur Natur möglich ist. Und ich glaube, das ist spannend und sollte man vielleicht jetzt nicht täglich machen, aber das mal ausprobieren, um einfach so ein neues Erlebnis zu haben, was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein und wie wir verbunden sind. Das ist, glaube ich, unglaublich spannend. Diese Verbindung, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bekommt man auch, nachdem man ein Kind auf die Welt gebracht hat. Dieser wahnsinnige Strom von Endorphinen. Also ich weiß noch genau, ich habe dann gedacht, ich bin mit allen Frauen der Welt verbunden und ich bin sozusagen das Zentrum des Universums und ich bin sozusagen mit allen Müttern, also keine Ahnung, ich glaube, das, was du mit den Pilzen hoffentlich erreichen wirst, hatte ich auf jeden Fall mal für 3 Sekunden nach der Entbindung meines ersten Kindes. Ja. Und ich glaube, auch das hat, ich weiß noch ganz genau, ich habe danach gedacht, dank diesen 2 Sekunden bin ich glücklich zu leben. Also es war wirklich richtig heftig, also richtig volle Möhre heftig. Aber du hattest ja noch die 2. Frage, Entschuldigung. Oder? Das war schon. Vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr blöder Übergang in die Ende irgendwie von deiner Geburt, glaube ich. Aber könntest du vielleicht noch ein Schlusswort sagen, weil wir hier viele Unternehmer haben, viele werdende Unternehmer. Wie geht es jetzt weiter? Wie ist der erste Schritt, wenn Sie am Montagmorgen sozusagen losgehen, losstiefeln in die eigene unternehmerische Welt? Ja. Also was ich eigentlich eingangs schon gesagt habe, nochmal vielleicht wirklich kritisch auf die eigene Idee zu gucken, was ist eigentlich dieser Impact, den ich damit habe. Und hoffentlich habt ihr den, und wenn ihr den nicht habt, zu überlegen, wie kann ich es vielleicht noch so tweaken, dass da mehr Impact ist. Weil aus meiner Überzeugung und auch aus meiner Wahrnehmung bisher ist das Unternehmen, die sich halt das zum Vorbild machen oder als Prämisse setzen, sind halt auf lange Sicht erfolgreich. Und wir haben es vorhin bei, jetzt habe ich den Namen vergessen, mit den Insekten, Recknagel. Und bei vielen Unternehmen, die das halt machen, Interfaces zum Beispiel für Biophilien-Unternehmen, die sind halt mega erfolgreich, weil die Sachen machen, nicht weil sie regulatorisch Druck haben, das zu tun, sondern weil sie einfach Zukunft denken. Patagonia, es gibt ja ganz viele Beispiele, die eine großartige Vision haben. Patagonia hat als Unternehmensvision we exist to save our planet. Das ist deren Unternehmensvision. We are in business to save our home planet. Und die haben sogar Werbekampagnen, die sagen, wir ermutigen euch, unsere Produkte nicht zu kaufen, weil selbst die nachhaltigsten Produkte sind natürlich besser, wenn ich sie nicht kaufe, wenn ich sie nicht produzieren muss. Und wenn ich mit dieser Designlogik halt und 80%, das ist auch nochmal wichtig, 80% der Nachhaltigkeit entsteht im Designprozess. Das heißt, wie ich ein Produkt oder eine Dienstleistung entwerfe, vom Gestaltprozess und vom Designprozess her, entscheide darüber, wie nachhaltig es ist. Das heißt, von vornherein, und das ist halt die Chance auch vom Gründerteam, ist von vornherein das Richtige zu tun und nicht nur Sachen später wieder zu verbessern, die eigentlich nicht gut designt sind. Und das vielleicht so als Impuls. Das war ein wunderbarer Schlusssatz, der gefällt mir viel, viel besser. Ich danke euch fürs Zuhören und jetzt gibt es noch eine weitere Impulsgruppe. Ich glaube, hier findet jetzt gleich ein Dialog statt, eine Podiumsdiskussion, glaube ich. Ich habe mein Programm nicht in der Hand. Und wie gesagt, nachher gibt es noch Tai Chi mit Dr. Nabil Rani. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Er ist der Trainer für Tai Chi in ganz Deutschland. Also ich kann es euch nur ans Herz legen. Und ja, wir sehen uns später noch. Und nachher gibt es natürlich auch Wein und Bier und ein paar Knabbereien. Bis später und danke dir, Arndt. Dankeschön, war mir eine Freude.